Duisburg kämpft für besseres Image. Um das Image der Stadt deutlich aufzubessern, startet Duisburg nun einen Leitbildprozess. Zum 1. Februar wurde dafür die Stabsstelle Strategisches Marketing eingerichtet. Dabei sollen auch die Bürger mit einbezogen werden. Ab April 2016 werden über mehrere Monate hinweg Themenworkshops stattfinden, an denen alle Bürger, Vertreter aus Politik und Wirtschaft sowie weitere wichtige Multiplikatoren der Stadtgesellschaft teilnehmen können. Mit den Ergebnissen dieses Prozesses, der auch in den sozialen Medien vorangetrieben wird, soll anschließend ein Leitbild formuliert werden. Dieses wird dann in einer Marketing- und Imagekampagne umgesetzt. Am 29. Februar werden die Pläne zur Leitbildentwicklung dem Rat der Stadt Duisburg vorgestellt. Tourismus im Ruhrgebiet verzeichnet weiteres Rekordjahr. Immer mehr Touristen zieht es ins Ruhrgebiet. Laut Daten des Landesamtes IT-NRW stieg die Zahl der Übernachtungen im vergangenen Jahr um 1,5%. Insgesamt mehr als 3,8 Millionen Gäste besuchten die Metropole Ruhr im Jahr 2015. Die Übernachtungsdauer betrug im Durchschnitt 2 Tage. Zwar ging insgesamt die Zahl der ausländischen Gäste zurück, dennoch zeigen die Daten, dass mehr Niederländer und Belgier die Metropole Ruhr besuchen. Die Niederlande liegen auf Platz 1 der ausländischen Herkunftsländer mit über 182.000 Übernachtungen. Das ist ein Plus von etwa 7%. Beim belgischen Markt gibt es einen Anstieg von knapp 19%. Streetworker beziehen neues Ladenlokal im Beek. Im Beisein von Familien- und Kulturdezernent Thomas Krützberg wurden am vergangenen Freitag die neuen Räumlichkeiten von Streetwork Duisburg feierlich eröffnet. Das neue Büro ist zuständig für die Stadtteile Bruckhausen, Beek sowie Beekerwerth und ist eine von nun 8 Anlaufstellen in Duisburg. Insgesamt 16 Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter beraten und helfen Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren. Ein Jugendlicher, der Probleme hat oder ein Jugendlicher, der in Bedrängnis ist, der geht keine 5, 6, 8, 10 Kilometer durch die Stadt, sondern der braucht ein Angebot, das sehr nahe ist von seiner Wohnsituation, von seiner Lebenssituation. Und deshalb ist es wichtig, dass wir mit diesen Streetwork-Büros in die sozialen Brennpunkte gehen. Und Beek ist ein Stadtteil, wo doch der eine oder andere Jugendliche sicherlich in diesem Büro früher oder später aufschlagen wird. Seit 23 Jahren ist Streetwork in Duisburg etabliert. Das Streetwork-Projekt Bruckhausen Beek-Beekerwerth ist eines der ersten Projekte seiner Art in Duisburg. IHKs in NRW stellen Studie zum Handel vor. Der Einzelhandel spielt für das Gemeinwohl eine große Rolle. Zu diesem Schluss kommen die Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-Westfalen. In einer aktuellen Studie mit dem Titel Handel hoch 3, die dritte Dimension des Einzelhandels, untersuchten sie dessen Bedeutung. Das Ergebnis? Ein aktiver Einzelhandel belebt Städte und Gemeinden und leistet damit einen wichtigen Beitrag für deren Attraktivität. Mehr als 70% der Einzelhändler in NRW engagieren sich aktiv für ihre Stadt oder Gemeinde. Dieses Engagement reicht von ehrenamtlichen Arbeiten über Sachleistungen bis hin zu Geldspenden. Im Schnitt bringt jeder Einzelhändler pro Jahr zwischen 1.400 Euro in kleineren Gemeinden und bis zu 1.900 Euro in Großstädten auf. Eine häufig unterschätzte Bedeutung hat der Handel auch als Ort der Kommunikation. Denn jeder Einzelhändler investiert mehr als 2 Stunden pro Tag in das persönliche Gespräch, also den Smalltalk mit den Kunden. Zudem ist der Einzelhandel ein wichtiger Arbeitgeber. Am Niederrhein sind rund 30.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Einzelhandel tätig. Hinzu kommen rund 2.000 Auszubildende. Vorverkauf für das Traumzeit-Festival gestartet. Ab sofort beginnt der Vorverkauf für das Traumzeit-Festival 2016. Kurzentschlossene können dabei sparen, denn die ersten 150 Festival-Tickets kosten nur 70 Euro plus Vorverkaufsgebühren. Dafür gibt es 3 Tage Musik auf allen Bühnen inklusive Campingmöglichkeit auf dem Festivalgelände. Fest zugesagt hat beispielsweise die Band Tokotronic, Goat und Turbo Start sowie Jochen Distelmeier oder die Grand Brothers. Insgesamt werden bei der Traumzeit etwa 40 Bands auf 4 Bühnen, ein Programm aus kreativem Pop, Indie, Singer-Songwriter, Elektro, Neofolk und mehr spielen. Aktuelle Informationen und Tickets gibt es online unter www.traumzeit-festival.de oder an allen üblichen Vorverkaufsstellen. Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom Ferien- und Campingpark Visseler See, der Oase am Niederrhein.
Grau und regnerisch mit höchstens 10 Grad. So starteten wir heute in die neue Woche. Morgen zeigt sich der Himmel meist wolkig. Gegen Abend lässt sich immer mehr die Sonne blicken. Die Werte erreichen höchstens 8 Grad. Am Mittwoch wechseln sich Sonne und Wolken ab. Insgesamt ist es heiter. Bei 1 bis 7 Grad bleibt es trocken. Am Donnerstag kann sich dann endlich wieder die Sonne durchsetzen. Bei minus 2 bis 6 Grad ist es zwar frostig kalt, aber immerhin gibt es bis zu 6 Sonnenstunden. Liebe Autofahrer, Sie sollten auch in dieser Woche ständig auf der Hut sein, denn die Ordnungshüter führen auch diesmal wieder Geschwindigkeitskontrollen durch. Geblitzt wird morgen unter anderem auf der Gärtnerstraße in Weinheimer Ort und auf der Krausstraße in Ruhrort. Und Baustellen verhindern die freie Fahrt. In Hamborn ist bis Ende April der Verkehr auf der Haldenstraße gestört. Hier werden Stromkabel verlegt. Und in Düssern ist noch bis Mitte März die Falkstraße gesperrt. Betroffen ist der Bereich zwischen der Gesamtschule und der Kardinal-Gahlen-Straße. Grund sind Straßenbauarbeiten. Studio 47 wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine sichere und staufreie Fahrt und einen guten Start in die neue Woche.